Deutschland gegen die Niederlande, der Klassiker. Gleich gibt's hier die große Pressekonferenz der Holländer und wir sind extra früh gekommen, um uns ein gutes Plätzchen zu sichern. Vielleicht doch ein wenig zu früh? Sind ja noch ein paar Minuten. Ich glaube, gleich geht's richtig los hier. Ja, 11 Herren trafen dann auch noch ein. Holland ist ja auch eher eine kleine Fußballnation. Und dann kam der Trainer Roger Reinders, zumindest ansatzweise euphorisiert. Spüren Sie mittlerweile auch schon die Euphorie und die Aufregung vor dem ersten Spiel bei dieser EM? Ja, aber wir waren hier vor einige Wochen. Und dann hat man das schon gespürt, dass das hier in Schweden enorm lebt. Wie? Und jetzt nicht mehr? Egal. Abschlusstraining der Niederländerinnen, die ja erst das zweite Mal bei einer EM-Endrunde dabei sind. Eigentlich alles ganz unauffällig, obwohl eine Sache war dann schon komisch. Entschuldigung, Herr Kollege. Ja. Was ist denn mit der Oranje los? Spielt ihr nicht mehr in Orange oder wie? Nee, das ist unser neuer Aberglaube. Hm. Wir machen das nur noch gegen starke Gegner. Also heute gegen Deutschland in Orange heißt das? Nein, ist nur Deutschland. Thank you well. Also heute Abend Deutschland gegen die Niederlande. Also ich freue mich drauf.